etwas, was man immer in der Tasche hineinträgt und oft nicht so stylisch aussieht. Und ich als Stylistin sollte es ja wissen, ich bin jahrelang mit so etwas rumgelaufen. Und zwar mit einem Werbeschlüsselanhänger. Und meine Freundinnen haben gefunden, das geht nicht. Du als Stylistin verdienst etwas mehr. Und mein erster stylischer Schlüsselanhänger, den ich kann, war von Key Art. Und so hat eigentlich meine Liebe zu Schlüsselanhängern angefangen. Und jetzt zeige ich heute, welche das meine allerliebsten sind und welche meine Taschen wirklich zieren im Moment. Nicht jeder hat gerne einen Schlüsselanhänger bei sich, aber gleich will, dass der Schlüssel etwas stylischer aussieht. Für das sind die Keycaps optimal. Die zieren den Schlüssel schön zieren und das sieht schon wie ein Schmuckstück aus. Also, er sieht wertvoll aus und vielleicht ist das auch ein Grund, damit man ihn weniger verliert. Aber bei mir ist es so und bei meinem Sohn eben auch. Als Stylistin tut man immer gerne wühlen und suchen. Und ja, vor lauter Suche bin ich auf die Firma, ein Schweizer Label, das Unique heisst. Und die fabrizieren aus Seide ganz lässige, farbige Schlüsselanhänger. Ich hatte zuerst einen Gürtel und dann bin ich drauf, wo das Schlüsselanhänger sind. Und gefunden, mal, das sind lässig und die passen genau in meinem Lifestyle-Tipp. Ich finde, sie sehen stylisch aus. Man kann sie verschieden kombinieren und man kann sie klein oder länger kaufen. Und ja, einfach in die Taschen rein, ein bisschen raushängen. Je nachdem, was man anhat, etwas passend zum Outfit. Einfach dezent, aber gleich speziell. Die Bändel sind zwar aus reiner Seide, aber sie sind nicht heikel und stoßen ohne Probleme ab Dreck oder Öl. Also optimal. Karabiner-Schmuckstück eignet sich optimal, damit man verschiedene Anhänger anhängen kann und somit jederzeit ein bisschen das Motiv auswechseln kann. Und je schwerer, je besser tut einem das erinnern, dass man wirklich einen Schlüssel in der Tasche hat. Aus dem Hause Albrecht habe ich die witzigsten Schlüsselanhänger gefunden. Mit Pelzli oder auch ohne Pelzli. Ich finde die total witzig. Außer wenn der Hund schnappt, dann findest du den Schlüssel dann auch nicht mehr. Aber ich sehe wirklich stylisch aus zum Aufhängen an der Tasche. Aber irrsinnige Schlüsselanhänger. Auch aus Leder, ganz einfache. Wer es nicht gerne mit Pelzli hat, gibt es die in verschiedenen Arten. Aus Leder oder aus Gummi. Und für die, die es wirklich ein bisschen lauter hören wollen, dann mit Glöckli, ein bisschen traditionell, ein bisschen schweizerisch, der Schlüsselanhänger. Der ultimative Keyfinder, wenn ich meinen Schlüssel nicht finde, habe ich leider nicht gefunden. Aber wer weiß, wenn ich genug rumwühle, dann werde ich doch mal fündig. Bis dahin alles Gute. Ciao zusammen.